Dose hat nochmal gewechselt auf Supersoft. Der ist so ruhig, weißt du? Nee, ich war zwischendurch, ich war vor zwei, drei Runden in der Box schon. Und der zählt einfach nichts, weißt du? Ja, ja. Hat auf euch Engel geheilt. Achso. Ich hab's gesehen, also bei mir hat das angezeigt. Ja, hier stand Teamkollege. Ja, gut, als Teamkollege. Hat ja damit gerechnet, dass du es vorliest, aber du hast nicht gehabt. Nein. Die wollten es ganz schön wissen hier, die überrundeten Frage. Erst hätte ich mich fast an Hülkenberg gedreht und dann fahren die mir von hinten rein zweimal. Ob das die nicht passieren. Der Reifen aufschlitzen. Naja, alles gut. Wir müssen jetzt auch alle in die Box. Drei Stück hinter mir fahren in die Box, weil die sich scheinbar da weggerannt haben. Wie ist Magnus in Sitte Dritter geworden? Ja, jetzt nicht mehr. Weißt du, ob das bei euch auch gerade ganz kurz da stand? Ich hab's ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich hab nach oben geguckt und da stand einer. Da hab ich gesagt, jetzt nicht mehr. Vielleicht durch die Box oder so? Da stand ganz kurz Magnus mit Ultrasoft, also. Wusste nicht, wo der herkommen soll, also. Da setzt Verstappen hat auch schon irgendwie ein Rennen gewonnen, deswegen. Na. Mich wundert nichts mehr. Mich auch nicht. Poppy könnte mal auf 22 zurückfallen, finde ich. Ach, das kommt bestimmt noch. Glaube ich nicht. VSC auf der Strecke, das virtuelle. Oh, virtuelle Safety Car? LOL. Komm, oh bitte komm ich ran irgendwie. Das erste Mal, dass wir sowas haben, ne? Ah, das ist kein richtiges Safety Car ist. Echt schade. Ich bin zu langsam, lol. Ich krieg eine Durchfahrtsstrafe, weil ich zu langsam bin. Zu langsam? Wärst du das denn geschafft? Ich hab Vollgas gegeben, ohne Witz. Ich komme nicht ins Grüne. Du musst langsamer fahren, um ins Grüne zu kommen. Wenn es im Roten ist, musst du langsamer fahren. Ja. Ja. Echt? Oh, dann fahr ich zu schnell. LOL. LOL. Fuck, und ich hab... Das muss auch... Wechsel ich die Reifen. Weißt du? Krass. Gelbe Flagge kann überholen. Warum wechsle ich die Reifen? Ja, komm, auf mich hast du eh genug Vorsprung. Das einzige Problem, was du haben wirst, ist, dass du alle wieder überrunden musst. 3 Sekunden Strafe, lol. Ich komme halt jetzt nicht am Poppy ran und durch die Strafe wäre ich vielleicht rangekommen. Durchfahrtsstrafe, oder nicht, hast du gesagt? Einmal eine Durchfahrtsstrafe und noch eine 3 Sekunden und zusätzlich. Und ich bin noch ja. Supersoft. Ja. Poppy, ich komme, würde ich sagen. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 8. Hast du die Durchfahrt schon gemacht? Die Durchfahrt gerade eben, ja. Und die Reifen werden weniger und weniger. Ich will ja keine Mindgames hier anfangen. Oh, naja. Du musst ja nicht mehr vorbeikommen, es reicht ja, wenn du hinter mir fahren würdest. Ja, ja, 3 Sekunden muss ich anfangen. Und ich werde pushen, definitiv. Und du kannst ja jetzt auch mit den frischen Supersoft. Ja, ja. Wird nochmal spannend. Wegen diesem scheiß Virtual Safety Car. Und ich war genau gerade in die Box gefahren, da kam das. Ich dachte ehrlich gesagt, das hält ein bisschen länger, damit ich ein bisschen mehr rankomme, aber leider nein. Aber hat auch so natürlich fast gereicht.
So, jetzt gehe ich nochmal rein und nehme die Strafe nochmal an. So ein Scheiß. Jetzt habe ich hier zwei Durchfahrtsstrafen oder was? Was ist das für ein Scheiß? Bin ich vorbei? Ja, keine Ahnung. Du bist gerade vorbei. What? Warum hast du zwei? Er hat mir gerade angezeigt. Durchfahrtsstrafe, noch zwei Runden. Okay, ich bin vorbei. Das war easy, ne? Ja, hab ich mir schwerer vorgestellt, ehrlich gesagt. Alter, der dreht mich hier jetzt auch noch. Und auf einmal kommt Dose noch an. Weiß nicht, wo ihr seid, aber... Er ist der erste Sektor gerade raus. Da ist es ja ein weiter Weg. Wenn er sich keine neuen Reifen, selbst wenn er sich neue Reifen abholen würde, wäre ich noch hinter ihm. Ja. Statusreport. Das ist jetzt angesagt, der vor dir ist auf frischen roten Reifen. Frischen roten Reifen, also bei mir würde sowas sein wie, ein Front ist on Fresh Super Softs oder sowas, keine Ahnung. Weiß gar nicht, was der deutsche Renningenieur sagt. Ein Kollege ist in der Boxenliste, ich hoffe, er holt sich Ultra Soft. Ja, ich hoffe, ich habe noch welche. Du hast ausgewogen genommen, dann hast du noch einen zusätzlichen. Ich habe nämlich härter genommen, deswegen hatte ich keinen mehr. Das ist die einzige Chance, die ich jetzt noch habe. Da muss es schon... Aber 23 Sekunden, fick dich! Ja, wollte ich gerade sagen, da muss es schon verdammt viel Gas geben. Die schnellste Runde kriegst du vielleicht noch wieder. Du hast sie ja schon. Noch schneller. Aber ich habe ja noch Punkte von Monaco gut, ja, also Punkte von daher. Hast du ey, zwei Durchfahrtsstrafen! LOL! Jetzt noch einer, oder was? Kann ich nochmal so ein virtuelles Safety Car kommen? Aber das bist du auch selber schuld. Nee, ich bin jetzt weiß ich damit umzugehen. Ich dachte, ich müsste das schneller das fahren. Ja, da das steht da. Lese ich beim Autofahren? Da gucke ich auf die Straße. Ich lese nebenbei grundsätzlich doch Twitter auf dem zweiten Bildschirm nebenbei und fahre hier. LOL. Er liest Twitter nebenbei. Wenn ich das nicht machen würde, wäre ich vielleicht nicht Dritter, aber egal. Wir sind vielleicht Erste. Uiuiui. Also Ziel ist es ja schon gewesen, so viel rauszufahren, dass ich nochmal einen zusätzlichen Stop machen kann. Aber doch nicht so! Also ich hätte mein E gemacht, so oder so. Aber in 5 Runden, 35 Sekunden? Kein Fall. Sehr unrealistisch. Da müsste mir der Reifen platzen. Und 22%. Oder ich müsste irgendwo noch einen Geheimtipp finden. Schikane geradeaus oder so. Wobei 22 schon, ne? Das war ganze Zeit 22 Sekunden. Naja. Echt? Und Dose hatte gerade nochmal 22 auf dich, der hat jetzt aber nur noch 17, komisch. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe aus dem Augenwinkel. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Dann will der Poppy es nochmal wissen. Na gut, er kann ja jetzt, also. Ah. Er hat bestes Material dafür. Das definitiv. Naja, und den. Und Alonso vor mir. Die Bremse.
Alter, der wollte gerade rüberziehen. Beim Überrunden der Pena. Nice. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das passt doch. Ach, bei dir hat er das auch gerade gesagt. Bei mir hat er auch gerade gesagt. We have 5 laps of fuel remaining. Ab und zu musst du ja mal Bescheid sagen. Die auch mal melden. Mach mir nur Sorgen, dass der Sauber sich gerade die ganze Runde hinter mir halten kann. Der hat gerade gestoppt, also. Der frische Reifen. Der Ultrasoft, der überholt mich jetzt mit DRS hier. Der überrundet sich zurück, der überrundet sich zurück, um dann wieder blaue Flaggen zu bekommen. Komm, ich lass den jetzt mal durch, so, komm, fahr. Ach, jetzt will er nicht, jetzt wo ich ihn durchlassen will, denkt er sich, nö, jetzt kriege ich wieder blaue Flaggen, jetzt will ich nicht. Hat mich 3 Sekunden gekostet, der Kerl. Nice. Für Poppy. Bringt ihn relativ wenig, also wenn er nicht nochmal stoppen möchte. 21 noch, Poppy. Eine Sekunde holt so ungefähr auf pro Runde, würde ich sagen. Na, ich hatte eben Stau. Lang ist hinter Hamilton. Nice. Wie viel ist denn Hamilton? 16 bei Norris? Ich glaube, die Kollision mit mir hat er nicht ganz so gut verkraftet. Ich auch nicht, aber glaube ich noch weniger gut. Also wie es aussieht, musste er hinter dir dann noch in die Box irgendwie oder so. Und ist das eine Runde später gefahren aus irgendeinem Grund? Haben keine Ahnung. Sauber hängt schon wieder hinter mir. Der hat auch frische Ultrasoft, wenn ich hier mit meinem Supersoft rumfahre. War noch vorbei mit der Kacksauber. Ach stimmt, den kannst du ja nicht schneller. Ja, versuchen halt, ne? Ja. 2 Durchfahrtsstrafen. Das ist schon mies. Das ist hart, ne? Und ich denke mir so, warum ist deiner Boxer dann nicht vorbei? Du bist gerade auf der Stadt, auf der langen Geraden, ne? Ich biege da jetzt auch gerade drauf. Jetzt überrunde ich Button, der ist 9. Und ich krieg keinen DRS, verdammt. Na, Button erst bei Start Ziel überrunden können, deswegen. Nächstes muss Grosjean dran glauben. Oh, Gutierrez und Palma, die haben sich hier richtig schön. Und ich fahr hinten drauf. Nase kaputt. Ja, vorne links ist orange. Da würde ich nochmal in die Box fahren an deiner Stelle. Ja. Oder Dose, was hast du dazu? Na, ruhig machen. Bringt mir keinen Vorteil. Könnt ihr vielleicht noch Platz 2 bringen? Ihr müsst aber schon 10 Stunden da stehen und sich noch einen Kaffee machen. Oder alte Reifen bekommen die Platz. Meine Nase ist gelb. Also rechts ist grün und links ist orange, also gelb. Bei mir ist rechts gelb. Bei mir sind beide grün und dieser Sauber geht mir auf die Nerven. Ich werde jetzt eine Runde lang alle blauen Flaggen ignoriert. Eine Runde lang. Jetzt hast du richtig Vorsprung gekriegt wegen dieser Scheiße. Das läuft doch. Für mich. Für dich nicht. Nee, da hast du sicher geglaubt, dass du führst und siegst und gewinnst und dann so eine Scheiße. Die Mindgames vielleicht doch ein bisschen raus. Das sieht so fast, ich kämpfe gegen einen überrundeten Sauber. Ach, meine letzte Runde ist es. Wie ich sogar der ist für ihn. Na, was an, decken wir jetzt schon wieder die blauen Flaggen. Uiuiui. Nice, nice. Wenn ich überhaupt auf der Geraden bin, ich bin etwa 20 km/h langsamer als ihr auf der Geraden. Mit DRS. Mit DRS? War 300, 20 km/h? War 335 auf der Geraden.
Ja, wir hatten auch nur im Qualifying-Fahrer noch 55. Ja, da hatte ich aber ja auch DRS, also ich hatte ja auch gerade DRS und ja, naja, aber jetzt fahren wir auch, jetzt auch 1,14. Sein. Wir sind jetzt 1,16, bin ich die Beste von mir gefahren. 1,15, 9. Wie schnell läuft der gerade fährst. 1,15,5, Entschuldigung. Ja, das ist schon ein bisschen Zeit, die wir da liegen lassen haben und ein paar Karma dann sicherlich auch. Und ins Ziel, meine Freunde. GG. Wovon? GG. Wollen wir noch ein bisschen Poppy zu hier? Früher hieß es immer einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Heute wurde ja, von, genau. Von den Regeln aufgehalten. 15,5, schnellste Runde. Naja, immerhin. 18 Sekunden. Doch noch ein bisschen aufgeholt. Ja. Und dann schauen wir noch Dose zu, wie er ins Ziel fährt. Dritter geworden. Da haben die Reifen nochmal gequietscht. Ja, er schmeißt mal einen Anker. Und die World of Champions auch noch. Alter, die Reifen sind bei 75%. Die hätten nicht mehr länger durchgehalten, ja, glaube ich. Uiuiui, da schauen wir nochmal in die Rennleitung rein, würde ich sagen. Rennleitung sagt gar nichts. Ah, doch, Vorfälle. Hier. Poppy rasen während der virtuellen Safety-Car-Phase. Durchfahr und Durchfahr. Zwei Stück hast du bekommen. Und hier nochmal Kollision mit Fresh Fries verursacht. Da hast du nichts bekommen. Dritte Runde war das. Das war die Haarnadelkurve. Zwei Strafen. Ich hab ohne Kurve Witz. Ich hab zwei Kurve Strafen, ey. In Runde 26 zwei Strafen gekriegt. Ja, ja, ja. Ich bin in der letzten Runde nämlich einfach die Schikane nicht gefahren, sondern fast geradeaus. Eieiei. OWOW. Aber Gratulation an euch beiden vor allem. Was sagt denn ihr das Ranking aktuell? Da muss ich noch reingucken. 15 Punkte nur noch. Wird nochmal heiß. Oh, sicher, die Saison ist noch lange. Also da haben wir noch alle was von. Aber hier, du musst einen ausgeben, ne? Nee, nee, ich hab nichts gesehen. Doch, Schnapszahl. Ich hab's gerade extra markiert. Nee, nee, da ist nichts. Doch. Aber gut, ja, 8 Punkte nur noch Vorsprung. Scuderia. Ich finde, Rosberg muss einen ausgeben. Was dann? Dose. Naja, du hast auch gut aufgeholt. Also du hättest auf jeden Fall noch die Chance auf den dritten. Gut, der Verstappen ist das kommen. Geringste Problem, glaube ich. Denke ich mir auch. Eieiei. Das denke ich mir auch. Ja, Freunde der Nacht. Wenn euch der Part gefallen hat, das Rennen gefallen hat, war ein bisschen aufregend heute, dann lasst doch bei allen Leuten einfach einen Daumen nach oben da. Schaut, wie gesagt, bei den anderen beiden auch mit rein. Steht in der Beschreibung unten drin verlinkt. Einfach mal schauen. Bei mir zumindest in der neuen Endcard. Ach, ist eine Maßnahme, genau, in der neuen Endcard, genau. Dann klickt auch auf eins der Videos, die hier links, rechts angezeigt werden. Schaut einfach da auch mal hin und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder morgen zum Qualifying von Baku. Ja, ne? Nicht, was die nächste ist. Ich glaube Baku. Doch. Baku müsste das sein. Genau, da freue ich mich drauf. Neue Strecke, keine Erfahrung, keine Streckenführung im Kopf, überhaupt nichts. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Oh. Bis dann. Tschüss. Tschüss.